Als diese Zwillinge zur Welt kamen, wollten alle sofort Fotos machen. Diese Unterschiede waren sehr, sehr selten. Jetzt sind sie Kleinkinder und hier sehen wir, was die Jungen heute machen und wie sie aussehen. Manche Zwillinge sind eineiig, andere nicht. Unabhängig von der Ähnlichkeit sind sie einfach bezaubernd. Beim Anblick von David und Daniel ist das erste Wort, das einem einfällt, einfach wow. Seit ihrer Geburt ziehen die Jungs Blicke auf sich und das wird sicher so bleiben. Als ihre nigerianischen Eltern Stacy und Babajide von ihnen erfuhren, waren sie froh, dass ihre Tochter endlich ihre lang ersehnten Geschwister bekam. Freunde und Familie freuten sich, aber keiner von ihnen ahnte, dass sie außergewöhnlich sein würden. Bald darauf setzten die Wehen ein und sie wurde für einen Kaiserschnitt in den Operationssaal gefahren. Und dann sahen die Ärzte etwas, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Voller Ehrfurcht erklärten sie Stacy, dass die Babys nicht identisch waren. Sie hatte zwar mit geringen Unterschieden gerechnet, aber sie wusste nicht, dass es so gravierend war, dass die Leute daran zweifelten, ob die Jungs tatsächlich Zwillinge sind. Die Ärzte hatten Daniel zuerst entbunden und sagten ihr, der zweite Junge habe helles Haar. Erst dann blickte Stacy in Richtung ihrer Kinder und erlebte den größten Schock ihres Lebens. Ich schaute nach unten und sah David. Er war ganz weiß. Ich dachte, wie ist das möglich? Sie rief nach ihrem Mann und dieser war ebenso überrascht. Das Paar fühlte sich, als hätte sie ein Wunder geboren. In Nigeria oder auch bei anderen Zwillingen habe ich so etwas noch nie gesehen. Sie sehen zwar aus wie Brüder, aber Haare und Haut sind völlig unterschiedlich, sagte Stacy. Die Nachricht verbreitete sich schnell und einige Ärzte und Krankenschwestern wollten Fotos machen. Was ist so auffällig an ihnen? Sie haben beide braune Augen, aber unterschiedliche Hautfarben und Haartypen. Daniel hat dunkle Haut und Haare, David hat das Gegenteil, weiße Haut und lockiges, blondes Haar. Warum war das so? Hatte David weiße Gene von irgendwelchen Ahnen geerbt? Nun, das ist es nicht. Es ist viel faszinierender. David hatte Oculocutan-Albinismus. Das ist ein Gendefekt, der zu einer verminderten Melaninproduktion in Haut, Haaren und Augen führt, was eine helle oder gar keine Farbe zur Folge hat. Das tritt bei einer von 20.000 Geburten pro Jahr auf. In Afrika hat einer von 1.000 Menschen Albinismus. Zurzeit gibt es keine Daten über die Anzahl der Zwillinge, von denen nur einer diesen Gendefekt hat. Es gibt jedoch Fälle in Mosambik und in den Niederlanden. 4 Tage später wurden sie entlassen und durften nach Hause. Als die Jungen ihrer Familie und Freunden vorgestellt wurden, war deren Reaktion sofort: Wow! Und was haben die Jungs bisher erlebt? Viele interessante Dinge, das muss ich zugeben. Vor kurzem haben sie ihren 3. Geburtstag gefeiert. Fangen wir also damit an. Vor einem Jahr wurde dieses ungleiche Duo eingeschult. Und sie machen sich wirklich gut. Sie lernen gerne und sind bereits Klassenbeste. An ihrem ersten Schultag sagte Stacy: Ich habe mich auf diesen Tag gefreut, denn er markiert einen neuen Lebensabschnitt. Heute ist euer erster Schultag und Mama ist ganz aufgeregt. Was für ein schöner Tag. Ich bin Gott dankbar, dass er mich mit euch gesegnet hat. Ihr seid mein größter Segen. Sobald die Jungs aus der Schule kommen, ist es, als wären sie in einer ganz anderen Welt. Sobald sie draußen sind, bekommen sie viel Aufmerksamkeit. Die Leute schwärmen von den süßen Zwillingen, die jetzt eine kleine Berühmtheit sind. Bei Festen und Familienfeiern wollen die Verwandten, dass sie dabei sind, denn so wird die Veranstaltung sicher zu einem Vergnügen. Wenn wir unterwegs sind, muss ich ständig Fragen beantworten, zum Beispiel: Entschuldigen Sie, Madame, welches der Kinder ist Ihres? Ich sage ihnen, dass beide von mir sind und die Leute schauen mich an, als ob ich Witze mache. Sowohl zu Hause als auch an öffentlichen Orten bekommen sie viel Aufmerksamkeit, so auch am Arbeitsplatz ihres Vaters. Sie sind oft dort und haben die Herzen der Mitarbeiter gewonnen. Sie werden oft mit vielen Süßigkeiten und passenden Outfits versorgt. Die heute 3-jährigen Jungs haben vor einem Monat ihren Geburtstag gefeiert. Auf ihren Social-Media-Seiten teilten sie Fotos in auffälligen und ähnlichen Outfits. Sie selbst. Unglaublich, oder? Stacy schrieb zu diesen Bildern: Wieder sind 365 Tage vorbei, mit meinem Geschenk der vielen Farben. Sie vervollständigen mich in jeder Hinsicht und Form. Während der Schwangerschaft hatte ich viele Ängste,
Wie schaffe ich es, mehrere Kinder zu gebären? Wie teile ich Liebe, Arbeit und Kosten gleichmäßig auf? Doch als ihr angekommen seid und ich all meine Sorgen vergaß, das erstaunt mich immer noch. Danke, ihr seid mein Glücksort und die besten Brüder. Die Jungs hatten eine tolle Zeit und besuchten mehrere Vergnügungsparks. Über eines der Geburtstagserlebnisse schrieb Stacy, alles lief gut, aber die Jungs weigerten sich dauernd vom Karussell abzusteigen. David weinte, weil er unbedingt eine rosa Zuckerstange haben wollte. Ich musste versprechen, ihm eine zu besorgen. Die Jungs haben auch unterschiedliche Persönlichkeiten und Interessen. Während David eher zurückhaltend ist Daniel aufgeschlossen und laut. Außerdem glauben seine Eltern, dass er ein großartiger Komiker wird. Im Moment macht er lustige TikTok-Videos und ich glaube, du wirst dich totlachen. Zu einem seiner Videos schrieb Stacy, Daniel zeigt schon jetzt seine schauspielerischen Fähigkeiten. Andererseits liebt es David zu tanzen und zu singen. Einige der Videos zeigen ihn beim Tanzen. Zu einem Video schrieb seine Mutter, man sieht, dass David mehr singt als tanzt, aber er vereint beide Berufe, Musiker und Tänzer. Bei Zwillingen gibt es immer einen, der den anderen beschützt und sich kümmert und die Rolle des großen Bruders oder der Schwester übernimmt. In diesem Fall ist es Daniel. Immer wenn die Familie ausgeht, passt er auf David auf und sorgt für seine Sicherheit. Aber das ist noch nicht alles. Die Jungs sind große Power Ranger-Fans. Während David den Gelben liebt, hat Daniel eine Schwäche für den Roten. Schau dir die beiden mit ihren Lieblingsfiguren auf ihrer dritten Geburtstagsparty an. Jetzt kommen wir zu einer weiteren lustigen Eigenschaft. Du denkst, nur Mädchen lieben Puppen? Da irrst du dich, denn diese Jungs lieben Puppen und nehmen sie manchmal auch mit ins Bett. Sie sind beste Freunde und haben viel Spaß. Und auch einige Markenhersteller wurden auf sie aufmerksam. David und Daniel sind jetzt schon Influencer. Kürzlich erhielt David ein kostenloses Produktpaket von einem Hautpflegehersteller. Das Ziel ist, dass Kinder mit Albinismus keine Flecken auf ihrem Körper entwickeln, die später zu Hautkrebs führen können. Stacy teilte diese Nachricht aufgeregt mit den Zwillingsfans und bat sie darum, die Stiftung zu unterstützen. David ist super dankbar dafür, schrieb sie. Im Moment haben die Jungs ein gutes Leben und erhalten viel Liebe und Fürsorge von ihren Eltern und ihrer Schwester. Ihre Social-Media-Bilder zeigen die Jungs im Kino, Schwimmbädern und am Strand. Wann immer sie draußen sind, sagen die Leute zu Stacy und ihrem Mann, dass sie sich eines Tages Zwillinge wie Daniel und David wünschen. Hoffentlich wird dieser Traum wahr. Für mich ist es ein tolles Gefühl, ihre Mutter zu sein. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe sie haben, denn sie sind meine Babys und sie sind besondere Zwillinge. Ich bin einfach gesegnet und so stolz auf sie, sagte Stacy. Bemerkenswert ist, dass sie noch nie negative Kommentare bekam. Jeder hat nur liebenswerte und schöne Worte übrig. Was kann man an ihnen auch nicht lieben? Was hältst du von David und Daniel?